Da kommt Mobilistan angefahren. Das ist der kleinste, nur auf eine Staatslimousine reduzierte Staat der Welt. Tatsächlich ist er ein Kunstprodukt. Erschaffen hat ihn sein Präsident, der Künstler Mana Falboni. Zusammen mit Staatsministerin Barbara Repe und Staatsminister Christian Manz reiste er ins Zentrum für verfolgte Künste. Nicht der später unterzeichnete Freundschaftsvertrag mit dem Museum war der eigentliche Grund. Der in Syrien geborene Halboni kam zur Eröffnung der Ausstellung Zone. Eine der Installationen überragt dabei alles. Im Zentrum für verfolgte Künste sind 250 Ölfässer mit Sandsäcken aufgestellt. Sie stehen für die Teilung Zyperns und die Green Line, dem Niemandsland zwischen den Grenzen, die von der UN kontrolliert wird. Halbonis politische Kunst beleuchtet das Thema Grenzen auf ganz unterschiedliche Weise. Eine schwergewichtige Installation aus Hochsicherheitspollern trägt den Titel »Wir sind das Volk«. Zu den gebrüllten Tönen, aufgenommen bei den Montagsdemos in Leipzig 1989, sinken die Poller, die Mauer fällt. Und dann wieder folgen Töne der rechtsextremen Pegida-Bewegung, die Poller fahren wieder hoch, die Mauer ist da.